Hallo Leute, ich bin's wieder. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch einen Mario-Pilz macht. Okay, der ist ein bisschen verbogen. Ich wette, die meisten oder fast jeder von euch weiß, wer Mario ist. Und kennt wahrscheinlich auch die Pilze, aber naja. Also, dafür braucht ihr ein Loom. Mein Original-Loom ist weg. Mal wieder. Er war schon letzte Woche weg. Dann hatte ich ihn aber gefunden. Jetzt ist er wieder weg. Deshalb habe ich jetzt diesen Loom von meiner dreistöckigen Box genommen. Also, ihr kennt die. Also, jeder von euch kennt die. Hier ist nochmal ein. Ja, das sind so ziemlich die gleichen, nur die Größen anders und die Farbe ein bisschen, aber naja. Also, dazu benötigt ihr weiße, rote und ein schwarzes Gummi. Ein schwarzes. Weißer. Und rote Gummis. Und falls ihr wissen wollt, wie ihr euch so ein Omen machen könnt, geht einfach mal auf meinen Kanal und da werdet ihr es dann auch sehen. So, aber fangen wir an. Beachtet, dass der rote Pfeil vorne weg zeigt, da ich das jetzt nicht so hoch machen möchte, mache ich das so rum. Also, weil ich ja auch hier bin, zeigt der Pfeil nach oben. Also fangen wir an. Wir nehmen das eine schwarze Gummiband und machen das so. Ab sofort nehmen wir immer zwei Gummis in diesem Wechsel, weil, also rot, weiß, rot. So. Dann nehmen wir uns wieder zwei Gummis. Hier, zwei. Gummis. Und spannen die so quer. Also und das nächste auch quer. Dann nehmen wir wieder zwei rote. Der Mario-Pilz ist ja hauptsächlich rot und eigentlich gar nicht weiß, aber mit weiß sieht das, finde ich, auch ein bisschen besser aus. Und weiß. Und dann nehmen wir uns wieder zwei Gummis, zwei rote und verschließen das, so dass, wenn man das umdreht, dass das so ein bisschen aussieht wie so ein kleines Häuschen. Also, jetzt nehmen wir zwei weiße und machen das dreimal runter. Also einmal, zweimal, dreimal. Dann nehmen wir ein Gummiband, machen es doppelt, also dass zwei Ringe sind und da drauf. Jetzt können wir mit dem Volumen beginnen. Wir nehmen unseren Haken, drücken die obersten weg und holen die untersten. Das gleiche machen wir noch einmal. Und noch einmal. Das sollte jetzt so aussehen.
Dann nehmen wir uns die ersten beiden des linken Stiftes. Wenn ihr es genauso gemacht habt wie ich, dann ist es auch vom linken. Dann nehmt ihr die nächsten beiden, das sollten die vom rechten sein. Es ist aber nicht schlimm, wenn ihr eine falsche Rechte, also wenn ihr das anders gemacht habt. So. Und jetzt gehen wir überall bis nach oben. Und links und rechts wird das dann hier so schräg hoch gemacht. Und wenn ihr das habt, noch das Schwarze. So. Und jetzt habt ihr das hier so. Hier ist das Schwarze. Also, hier das Schwarze. Ich weiß, jetzt ist ein bisschen schlechte Bildqualität. Dafür näher das und das da drüber heben. Und dann, okay. Und dann so ein bisschen. Kann sehen, aber wer auch so einen Blumen hat, also ich habe viel, viel mehr. Also 10 oder so. Aber das sind auch natürlich so Pappdinge und so. Dann sollten die dann ein bisschen aufpassen, weil das dann rausgeht. Dann zieht ihr einfach alles ab, aber auch nicht so doll, sonst könnt ihr ja etwas abreißen. Oder sogar der Blumen kaputt gehen. Das ist das meiste, warum die kaputt gehen. Beziehungsweise deshalb. So. Und dann noch ein bisschen verdienen. Also so sieht das irgendwie nicht so schön aus. Das sieht eher besser aus, wenn das hier so die drei Krummen sind. Und fertig sind. Also ist der Pilz. Das war's mit meinem Video. Abonnieren, kommentieren, liken. Bye!